Hallo, liebe Community von Starke Kinder, Starke Zukunft. Hier ist wieder die Anne und unsere Spieletante Diana. Anne, wo sitzen wir denn jetzt gerade? Im Spielzimmer? Ist es klein oder ja so groß? Ganz kleines Zimmer. Ganz Das passt kleines nämlich Zimmer. zur Frage aus der Community, die in den Kommentaren gestellt wurde. Ich bin ja hier auch die Social Media Managerin und da sehe ich immer mal wieder Kommentare, die da kommen. Und Jana hat in einer Podcast-Folge gesagt, es gibt keinen zu kleinen Raum. Und dann kam, doch, mein Raum ist zu klein. Und ja, da ist jetzt einfach mal die Frage, wie meintest du das und was kann man auch in ganz kleinen Räumen so Oh, spielen? alles, also wirklich alles. Es gibt kein zu klein, es gibt denn nur ein zu kleines Denken. Und das kann man wieder groß machen, also da kann man sich selber auch frei machen. Du machst immer das da draus, was du selber siehst. Ich habe ja einen eigenen Sportkurs entwickelt, der hat ja den Namen getragen Sportspielkurs. Sportspielkurs heißt, die Kinder haben in den kleinsten Räumen alle Sportarten ausprobiert: Tennis, Fußball, Hockey, Basketball. Ich bin ja von München nach Hamm gezogen und in München ist tatsächlich ein Turnraum und eine Turnhalle, ein Bewegungsraum selten. In der Großstadt hast du meistens Schlafräume, um da Bewegungsangebote zu machen. Und es gibt kein zu klein, weil es gibt nur ein Wie. Wie gestalte ich das in dem Raum? Und ich habe das den Eltern immer so erklärt, wenn die gesagt haben, wie können sie denn mit 6 Kindern in einem Schlafraum Sport machen? Da habe ich immer die Gegenfrage gestellt, wie können sie denn zu zweit in einem Squash-Court Squash spielen? Also das ist auch ein kleiner Raum und da passiert super viel, weil du orientierst dich im Raum, du hast 4 Wände um dich herum, du hast einen Schläger in der Hand, du musst laufen, abstoppen, bremsen. Also du hast sehr, sehr, sehr viel Raumorientierung da drin. Und wenn ich das jetzt sportdidaktisch, bewegungspädagogisch erklären würde, sind kleine Räume super, weil die Kinder sehr viel Technikerfahrung dann auch sammeln für sich. Wenn du jetzt einen Ball hast, sagen wir, du hast einen normalen, es gibt so Molten, Basketbälle, die sind super, die kannst du echt toll im Kinderzimmer So einfach gibt's die. hinlegen. Die gibt es ganz normal bei Petzold und überall kann man die bestellen. Molten, Kinderbasketbälle sind wirklich so diese Kunststoffbälle, die man so toll prellen kann. Die hüpfen durch diesen Raum und das sind für die Kinder Erlebnisse, weil der springt gegen die Wand, dann kommt er wieder zurück, dann laufen sie hinterher. Jetzt machst du wieder ein Spiel daraus, sagst meinetwegen, das ist der Hund, mit dem gehst du Gassi und der darf nicht von deiner Seite weichen, dann rollen sie den durch den Raum und dann müssen sie abbremsen, weil dann kommt die Wand, dann macht man ein Hindernis als Hindernisbewältigung, legt ein Kissen dahin, dann müssen sie um das Kissen rum oder sie müssen den Ball dann einmal übers Kissen drüber werfen. Es gibt kein zu klein. Also die Frage, vielen Dank für die Frage, weil die ist super sinnvoll, wenn man das noch nicht sehen kann. Ihr seid aber herzlich dazu eingeladen, aufzumachen und groß zu denken. Und ja, ich habe in München mit 8 Kindern in einem Schlafraum, also ungefähr so groß wie der Setraum. Lenny, wie groß ist hier der Setraum? Was denkst du? 4x4. 4x4 Meter. Sportspiele gespielt. Tennisnetz aufgespannt. Es gibt ein super Tennisnetz vom Decathlon. Das kann man einfach so aufziehen. Das ist in 2 Sekunden aufgebaut. Nimmst nur das Netz raus, drehst es um, ziehst an dem Band und hast ein Tennisnetz. Dann machst du Luftballons klar. Dann spielt man Luftballontennis. Dann machst du eine Hinführung an Tennis für die Sportart. Dann legst du einen Reifen auf die andere Seite, gibst dem Kind einen Sandsack oder irgendwas und sagst, jetzt wollen wir auf die andere Seite über das Netz werfen und in den Ring reintreffen. Also machst du da schon wieder Vertiefung, wo spiele ich hin auf der anderen Seite des Feldes und begleitest dein Kind im frühkindlichen Bereich dahin, wirklich eine Sportart zu verstehen. Und das kannst du im kleinsten Raum machen. Brauchst keine Sporthalle. Ich habe da so ein super Zitat. Kinder brauchen keine Turnhalle. Kinder schaffen sich ihre Bewegungsräume immer selbst. Okay, es hat sich ja jetzt so angehört, als ob es am Mindset dann oft liegt. Ja. Was glaubst du denn, was da so das Thema ist im Mindset und wie können das die Erziehungsberechtigten verändern? Das größte Thema ist, glaube ich, die Sorge, was wäre, wenn etwas passiert? Was wäre, wenn sich mein Kind irgendwo stößt oder gegen die Wand rennt? Ja, was Oder wäre, wenn nie was passiert? was wäre, wenn, wenn es zu wild wird oder zu laut? Das sind oft die eigenen Gedanken. Wichtig ist einfach da die Einstellung, dem Kind nicht die Erfahrung zu nehmen, weil man selber ein Gefühl oder einen Gedanken hatte. Wenn du deine Bilder dir zusammenbaust in deinem Kopf als Elternteil und du
stülpst es dann über dein Kind und denkst, mein Kind kann das nicht in einem kleinen Raum machen, weil kleine Räume lassen es nicht zu, Bewegung oder Sport zu machen. Haben wir jetzt gelöst in dem, was ich davor, oder mit dem, was ich davor gesagt habe auch. Und wenn du das denn für dich zulässt, ist halt wichtig, dass du dem Kind auch die Freiheit gibst, es zu gestalten. Weil im kleinsten Raum können die größten Bewegungen stattfinden. Du hast die Aufgabe für dich als Elternteil ein Stück weit loszulassen, dann auch einmal kurz wirklich über das Verhalten und das Denken nachzudenken für dich selber und dann einfach zu sagen, was ist denn jetzt sinnvoller? Ist es sinnvoller, einfach es zuzulassen und meinem Kind den Raum zu geben, den Bewegungsraum? Sagen wir jetzt dieser Sessel. Das kann für Kinder eine ganze Bewegungslandschaft sein. Die krabbeln da drauf, die stellen sich da hin, dann wollen sie oben rüber, dann ziehst du sie mal hier hoch, dann krabbeln sie hier unter durch. Das alleine ist ja schon ein Spielbereich für die. Und jetzt darfst du die Entscheidung treffen. Willst du diesen Spielbereich zulassen und willst du es erlauben und willst deinem Kind auch die Erlaubnis geben, Dinge zu erfahren, zu wirklich auch zu erobern, dann ist alles am Ende ein Bewegungsbereich und dann ist alles Gestalten. Also das Kind gestaltet dann für sich auch den Raum und sieht natürlich ganz andere Dinge. Für dich ist es ein Stuhl, ein Sessel. Fürs Kind ist es vielleicht die schönste Bewegungslandschaft, die es bespielt hat, wenn es in dem Moment erlaubt wird. Ein Berg. Ganz auch wieder die Idee, gibt da was rein? Was kann das sein? Vielleicht ist es auch ein Paw Patrol-Fahrzeug. Vielleicht ist es der Paw Patroller. Und dann sitzt es plötzlich neben dir und macht sich da einen Topfdeckel ran und dann fängt es an zu lenken und dann machst du auch da wieder was draus. Also alleine aus diesem Sessel hier oder aus diesen zwei Sesseln könnte ich mit Anne 10 Folgen aufnehmen und 10.000 Sesselspiele. Ja, wenn wir das mit einem Löffel können, dann ist auch mein Sessel. Wenn wir das mit einem Löffel können, können wir das auch mit einem Sessel. Lad doch mal deinen Partner auf den Sessel ein. Sehr gut. Hört sich ja auch so ein bisschen an, als ob das so dieses eher in Problemen feststecken und dieses Problem-Mindset anstatt in dieses lösungsorientierte gehen. Ja. Weil viele würden jetzt vielleicht auch sagen, ja, ich weiß ja selber gar nicht, wie Tennis funktioniert und so. Wie kann man denn von diesem problemorientierten mehr in diese Lösung? Das Lösungsorientierte. Ja, da haben wir eine tolle Podcast-Folge. Da gibt es so ein Sashumi, wie haben wir es genannt? Mushami genau. Sind wirklich Einstellungen. Und wenn irgendwas passiert und es ist in deinem Leben irgendetwas und du bist sofort ein Mushami im Sinne von, du machst ein Mu, ein und ein Mimimi da draus, dann hast du das Problem. Und ich war gestern in einem Kurs mit den Kindern und die Kinder haben mit mir die Box der Probleme geöffnet. Und am Ende sind sie zu der Definition gekommen, das Problem ist das Problem. Und wenn das Problem ist, dann bleibt es immer ein Problem. Also, wenn du ein Problem für dich daraus machst und es beim Problem lässt, dann hast du immer ein Problem. Wenn du aber aus dem Problem eine Herausforderung machst oder ein Spiel oder eine Reise der Entdeckung, dann wird das Problem plötzlich abstrahiert. Also es wird ja dann wirklich, es verändert sich schon in deinen Gedanken. Wenn du es zulässt, das Problem zu öffnen, diese Box der Probleme wirklich auch aufzumachen und das eine oder andere da rauszunehmen und es dann auch spielerisch zu lösen, dann kommst du von ganz alleine auf Lösungsansätze, weil Spielen steht ja auch für Lernen und für Arbeiten und für Leben. Und wenn du das Leben spielerisch betrachtest, dann kann aus jedem Problem ein Spiel werden. Bleib also nicht bei dem Problem, sonst hast du immer den Satz der Kinder. Und wieder, ich kann einfach nur sagen, die Kinder haben alles in sich, die definieren das für sich und sagen, das Problem ist das Problem. Und wenn das Problem bleibt, dann haben wir immer ein Problem. Ich glaube, das größte Problem ist, dass alles so ernst genommen wird. Ne? Ernst, ja, genau. Alles ernst. Also bringt da auch ein bisschen Humor und Spaß mit rein und schon seid ihr fast beim Spiel. Und wenn ihr noch Fragen an Jana habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und dann beantworten wir die auch gerne im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonnier den Kanal und aktivier die Glocke. Die anderen Social Media Kanäle findest du hier. Ja, und andere Videos werden dir hier auch irgendwo eingeblendet. Solltest du allerdings nicht nur für dich Infos suchen, sondern diese Infos auch an andere weitergeben wollen, dann guck mal auf www.starkauchohnemuckis.de vorbei.
Wir begleiten dich dabei, Kinder zu stärken, nebenberuflich oder hauptberuflich. Du lernst von uns alles, was du brauchst, um einen Unterschied auf dieser Welt zu machen. Lass uns gemeinsam dafür antreten, Mobbing in 3 Generationen aus dieser Gesellschaft zu verbannen. Lass uns mehr Liebe in die Welt hineinziehen, denn das ist bitter nötig. Sprich mit unseren Ausbildungsberatern, schau dir die Webseite an, starkerohnemuckis.de.